kannst du auf die Knie gehen. Ich kann auf die Knie. Ich kann so. Limbo-Dance. Ja, der geht schon. Bin ich aber an R1 und ich hab nichts. Ja, wie Sie feststellen, arbeiten wir nur mit professionellen Leuten zusammen. Ja, ja, die auch wieder investieren, wenn einer mal ist. Gut. Ja, jetzt. Ja. Und wir probieren das auch noch. Wurden damals Millionen von Ratten hingerichtet. Wo ist Christian hin? Hat er gesagt? Da vorne. Emma. Ist gefunden worden? Schön. Emma. Alles klar. Emma. So, jetzt geht's auch, oder? Emma, wieso bist du denn so kritisch? Ja, hör mir mal, wenn ich da hingehe, dann wird's aber ganz übel. Malte. Was wir tun sollen. Dann seid ihr dafür, dass wir jetzt einfach nicht mehr das und... Scheiße, ihr... Nee, ich muss weg. Danke. Halleluja. Aber nicht so. Kannst du mal nett lächeln? Was denn? Ich will eigentlich nicht mal. Ich gucke, glaube ich. Ich gebe ihm Snickers. Nochmal. Selbst in der Hand so. Freddie Mercury. Sein erstes Stativ. Er ist noch ein bisschen aufgeregt. Hallo, hallo, hallo. So, ne? Ich hab das ausgemacht. Sicher? So, fang ja, einfach schon mal an. Komm einfach ein bisschen näher. Kannst du einsteigen? Ich hab das selber gut erfahren. Also, gib mir Mühe. Ja, viel liebes Volk. Bevor ihr weiter rumsteht und Maul auf den Pfeil haltet, können wir natürlich schon mal anfangen mit dem, was wir eine Anmoderation nennen. Das machen wir in der Regel so, wir sagen, seid uns gegrüßet, Volk zu Abel, die an der Botschaft verkündet, zu zahllos gefolgt seid, um hier ein Duo zu erleben in den unfolgten Augenblicken. Wie es solche selten an der Zahl hat, um nicht zu sagen, wir sind einzigartig, denn wir sind die Unglaublichen. Die Unvergleichlichen. Die oft kopierten, aber nie erreicht. Pill und Podcast. Schön, dass das jetzt aussieht. Ich habe keine Ahnung. Wir machen jetzt mal irgendwas und dann gucken wir mal. Ich würde ja gerne mitmachen. Ja, wir müssen ja nicht sowas hören, dass wir das nicht so die Regel kann. Deswegen fangen wir jetzt einfach mal an. Halt, mach doch mal eine. Wir haben eine extra spezielle Weise dafür, die nennen wir das Technik-Testlied. Und das geht folgendermaßen. Wir haben uns ein Lied, der uns ganz gefällt. Wir wissen selbst, es gibt viel bessere Lieder auf der Welt. Auch Angst, die kommen nicht so vor. Boah, nee, Knoblauch oder was ist das? Alter! Wann hast du denn heute gestern? Das geht immer noch nicht, ne? Soll ich das altes Knoblauchbrot. Was hat der jetzt weg? Ja. Wie jetzt ist er weg? Jetzt ist er noch ein Schluck. Alte! Wir brauchen dich nochmal! Bowtie! Ist er nicht weg? Was sagst du, ist er nicht weg? Da ist er doch. Du musst das ja noch anmachen! Das ist das Problem mit den Zivildienstleistungen. Das ist was? Ne? Man muss ja damit klarkommen. Das ist unglaublich. Unglaublich. Da hängen wir noch ein soziales Jahr dran, Malte. Das macht ja alles. Ich würde mich so besser hören. Ja! I'm unplugged, komm! Was? I'm unplugged. You are unplugged. I'm unplugged. Let's do the international version from the song you sang before. The international version. Yes. Also was er versucht zu sagen ist, wir haben ja oft auch ein ausländisches Publikum hier. Yes. Aus der Erfahrung raus haben wir tatsächlich eine internationale Strophe aufgenommen. Ja, ja, ja. Und die klingt so. We have proposed a little song that we don't like so much. And yes, we know that our English is totaler Quatsch. And don't mean a thing to us, we sing that song again. And not only the verses we repeat, and this is mach wieder aus und so quatsch. There would be so much more to sing about, many things you'll never know. But if we guess that not the sing yeah, auch noch hier. Then we would sing the song again before we start the show. Then, darf ich auch mitmachen? Aufmerksam. Du dich, test, klar. Mach du mal, mach mal. Wir haben es nicht gedacht, was uns gar nicht gefällt. Wir wissen selbst, es gibt viel bessere Lieder auf der Welt. Auch hat dies Lied noch nie zuvor irgendjemand betört. Denn dies Lied hat nur einen Grund, wir wollen das hier zuhören. Das hat mir gut gefallen, das mach ich nochmal. Wir könnten auch viel schöneres singen, von dem die ganze Welt dann spricht. Doch wenn uns einfach kein Schwein zuhört, dann singen wir dies Lied nochmal was anderes, aber nicht. Wir haben uns ein Lied erdacht, das uns
gar nicht gefällt. Lass mal. Es reicht doch aus. Jetzt klappt's. Die Spreu hat sich vom Weizen getrennt. Die schönsten Leute stehen hier, die anderen gehen weiter. Das juckt uns gar nicht. Wir freuen uns, euch behelligen zu dürfen. Und wir sind die unglaublichen, die unvergleichlichen, die kopierten, die erreichten Pill und Pankratz. Hallo Hameln. Aber laut. Dankeschön. So, ich mach dann mal weniger. Mach du mal mehr. Weil der Name furchtbar kompliziert ist, haben wir gedacht, das setzt sich besser fest. Man nennt das auch Marketing. Wenn man das mit Musik ein wenig noch ummantelt, ja. Dafür haben wir dann extra dieses Lied mitgebracht. Bist du dabei? Ja. Pill und Pankratz heißen wir und das sagen wir euch gleich, denn da werdet ihr zu Jüngern und der unermesslich reich. Guter Plan. Ja, waren wir noch viel kleiner, aber größer waren wir nie. Wenn ihr uns darum beneidet, fallt doch einfach auf die Knie. Aber vorsichtig, harte Boden kann sich tun. La 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 la. Wir sind heute hier erschienen, um die Massen zu erfreuen. Das bedeutet, ihr müsst toben, denn sonst werdet ihr es bereuen. Ja, ist gut. Boah, also ist eine Fruchtblase geplatzt. Kommt noch besser. Explosion. Pankratz nennt man uns und das sagen wir so oft, denn da könnt ihr von uns schwärmen und das hatten wir erhofft. Und wir werden weiter reimen, egal was ihr davon hält. Oder so. Denn so machen wir das immer und zwar bis es euch gefällt. La 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 la. Die merken das. Ist geklaut. Müssen wir weglassen. Gut, lassen wir weg. Das ist ja kein Schluss. Wir können nicht aufhören. Eine Strophe bräuchten wir noch. Und gerade neulich letzte Woche haben wir uns einen Spaß erlaubt. Nee, das war nicht letzte Woche. Was war da überhaupt? Weiter. Also merkt euch unsere Namen, wie soll sonst die Welt erfahren, dass wir beide heute wieder einmal unvergleichlich waren. So. Hat der Lied vor? Ja, wir wollten ein kleines Lied singen. Wir sind allerdings, oh guck mal hier schon, so, da müssen wir schnell singen. Wir singen ein schnelles Lied aus unserem Zyklus. Ja. Aus unserem, was für ein Zyklus? Wir haben einen Zyklus geschrieben und ausschließlich dem Weibsvolk gewidmet. Genau. Den holden, wohlgeborenen Damen. Ja. Wir hatten das eingangs schon angefangen, vorhin in Teil 1, jetzt folgt Teil 2. Genau. Beschäftigt sich. Vor allen Dingen mit den Handwerkstöchtern. Richtig, Töchter von Handwerkern. Wir hatten schon die Schmiedetochter Hedwig. Ja, die Müllerstochter. Jetzt kommt die Schneiderstochter. Genau, sie war die Tochter eines Schneiders, deswegen Schneiderstochter. Ja, und das Lied geht so. Es war einmal in einem fernen Land, das unser Großvater schon gekannt. Da lebte eine schöne junge Maid und sie hieß Julia. Adelheid, vor allem Nähen war eins ihrer Talente und die Gewänder waren alle Transparente. Moment, versteht man den Hamel transparent? Transport. Also, am liebsten sahen wir die Adelheid, wo sie ihr Wohnzimmer. Gelbes Kleid, wir gaben ihr stets gern unser Geleit, trug sie ihr Wohnrot auf ihr Blau. Bitte! Grünes Blei. Oh, das Lied hätten wir lieber weggelassen. Das Lied. Ja, weil wir gesagt haben, wir machen diesen Zyklus. Jetzt ziehen wir es aber durch. Zyklus. Mach weiter den Adelheid, die Schneiderstochter, Schneiderin, hat ein langes blondes Haar, was vom Haupt herab den Rücken hinunter wallte, bis fast auf den Boden. Was? Adelheid. Die Schneiderstochter. Schwarze Haare, die sich süß im Nacken kreuzen. Blödsinn. Adelheid hatte ein langes blondes Haar. Adelheid, die Schneiderstochter, hatte kurze schwarze Haare. Ja. Überleg mal gut. Wer hatte kurze. Ihr Vater hatte kurze schwarze Haare. Nein, ihr Vater hat überhaupt keine Haare, der war kahl. Nein, der hieß Karl und der hatte kurzes. Über Halsspanne, glaube ich. Also Adelheid und ihr langes blondes Haar hat uns so verzückt und in Wallung gebracht, dass wir nicht umhin konnten. Die zweite Stufe. Und eines Tages, es war wohl halt zwei. Ist ein Problem, Sommerzeit oder was? Halt vier. Und eines Tages, es war wohl halt drei. Guck mal, was für ein Kompromiss, ne? Und eines Tages, es war wohl halt zwei, drei, vier oder so. Wir standen dauernd drauf, lauernd vor ihrer Tür. Voll Sehnsucht rief ich ihren Namen auf. Oh, Adelheid!
Hast du gar nicht gerufen. Leiser. Die Zähne hat er nicht auseinandergekriegt. Und endlich trat sie, ich bat sie drum vor ihr Haus. Doch nichts genutzt hatte er unser Flehen. Denn sie trug schwarz und da war nichts zu sehen. Da war das schon damals. Skeptisch gegenüber. Jo. Und darum schickten wir sie wieder rein. Die blöde Kuh. Die blöde was? Liebe Kinder, das sagt man nicht. Ne? Hab ich laut gedacht. Das sagt man nicht. Nee, das sagt man nicht. Und darum schickten wir sie wieder rein. Und ließe das vielleicht Adelheid Zeit. Da sind wir streng, das sehen wir auch nicht ein. Wir finden Adelheid schwarzes Leid war gemein. Auch violett mit Streifen wäre fein. Und auch ein grünes Leid, gelbes Leid, rotes Leid, Adelheid. Was ist denn? Das muss nicht sein. Oh Mann, ist egal. Schönes Lied, oder? Fräulein, das lassen wir jetzt. Wir machen was ganz Neues. Eine schöne Geschichte. Eine schöne Geschichte, ein Szenenspiel. Ein Szenenspiel um ein kleines gefiedertes Wesen. Die Geschichte heißt Die Nachtigall und ist eine wunderschöne Geschichte um die Begegnung eines jungen Mannes und einer jungen Frau. Und was sich da alles abspielte, das werden wir euch jetzt zeigen und vortragen. In dieser kleinen Geschichte wird mein verehrter Kollege Pill nicht nur den jungen Mann, sondern auch die junge Frau spielen. Also freut euch darauf, wie sie sich das erste Mal begegneten. Das ist hohe Schauspielkunst. Wollt ihr Pill sehen als den jungen Mann, die junge Frau? Sein Vater, ihre Mutter, all das macht er so meisterlich, ihr werdet Spaß haben. Der muss sich jetzt noch ein bisschen umziehen, dann sag ich nochmal, die Nachtigall, eine Geschichte, die sich so oder ganz ähnlich zugetragen haben könnte. Wir haben auch schöne Gedichte, lieber. Gehst du bitte in die Garderobe. Ich muss das Ding noch wegnehmen.